Wie kann ich loslassen und vertrauen? In diesem Video werde ich dir kurz und knapp die Antwort darauf geben. Und denk dran, es ist wie Training. Wenn der Fitnesstrainer mir einen Tipp gibt, wie ich ein Sixpack bekomme, reicht es nicht, einen Tag ins Fitnessstudio zu gehen und dann am nächsten Tag mich über den Fitnesstrainer aufzuregen, dass die Tipps gar nichts gebracht haben, weil mein Bauch immer noch dick ist. All die Tipps, die du so mitbekommst, solltest du immer und immer und immer wieder umsetzen, bis du Erfolge siehst. Und wir starten auch direkt. Wie kannst du jetzt ins Loslassen und ins Vertrauen gehen? Loslassen und Vertrauen bedeutet, ich sehe die Lösung nicht. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Aber eines weiß ich sicher. Gott ist bei mir und er wird mich dadurch und daraus begleiten. Wenn wir diese Einstellung haben, hat uns Gott was versprochen. Er wird die Situation klären, die wir für unmöglich zu lösen finden. Hör dir das Video öfters an und lass es sinken. Ich wünsche dir ganz viel Weisheit und Geduld, dass du jederzeit beschützt und gesegnet bist.